Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper. Dies ist Teil 56. So, jetzt sind wir hier in unserem neuen Büro. Ich muss nochmal rumgucken. Aber so, der Anblick gefällt mir schon ganz gut. Und es ist auch nicht mehr so, man kommt ins Haus und steht dann erstmal in so einem komischen, kahlen Gang drin, sondern man kommt hier rein und ist dann gleich im Büro. Ja, und dann kann man sich hier hinsetzen und muss nicht in die Privaträume gehen. Es wäre vielleicht fast angesagt, hier eine geschlossene Tür hinzumachen. Aber diese breite Glastür gefällt mir irgendwie auch sehr gut auf der anderen Seite. Das kann ich ja immer noch ändern, wenn mich das auf Dauer stört, dass die Kunden dann gleich auch in den Privatbereich reingucken können. Ich meine, solange es so schön ordentlich ist und da keine Kinder will rumtoben und ein Riesenchaos machen, ist es ja nicht schlecht, weil dann kann man gleich sehen, aha, die Frau wohnt genauso schick, wie ihre angebotenen Häuser sind und kann sich gleich ein Bild vom allgemeinen Einrichtungsstil machen. Ich denke mal, darum kann man das erstmal so lassen. Das ist dann sozusagen wie so eine Musterwohnung. Okay, jetzt wollen wir ins rosa Haus gehen. Okay. Browser. Das rosa Haus. Ja, zum Haus. Das ist schon alles super krass. Uff. Also ich habe jetzt ja schon auch viel Rosa und Lila und so verwendet, aber das ist echt hammermäßig. Gehen wir doch einfach erstmal durch und gucken uns das mal alles an. So. Ja, das ist schon ein deutliches Statement hier. Rosa und Kitsch. Und zwar kein dezentes Altrosa, sondern Power. Ja, ich meine, teilweise ist es sogar Magenta. Ah, hier, ein echtes Statement. Oh, hier muss man schnell mal den Heizkörper montieren. Da läuft ja das Wasser raus. Das ist ja gar nicht gut. Ich meine, immerhin ist dieses Haus hier praktisch nicht dreckig. Es ist nur rosa. Was in dieser Krassheit fast genauso schlimm ist wie ein Haufen Dreck. Was ist dahinter mit einem schwarzen Fleck? Ach, das ist der... gut, das muss ich wohl aufwischen. Das Wasser, was hier geflossen ist. So, jetzt ist der Fleck weg. Okay. Gehen wir hier mal in die Garage, wie ich vermute. Oh, hier ist natürlich ein rosa Auto. Ist das noch gut in Schuss? Ach, das könnte man vielleicht sogar erstmal lassen. Was ist denn das wert? 15.000. Gar nicht schlecht. Naja, das werde ich mal sehen, was ich mit diesem Auto mache. Und ein Rennrad, das sieht auch nicht schlecht aus. Oh, das kostet aber nur 76. Okay. Also für eine Garage ist es hier ausgesprochen hübsch. Naja, das Weibchen hatte Stil. Okay, merkt ihr, das sind lila Wände. Ich sag, oh, es ist ausgesprochen hübsch. Und hier, oh, shocking rosa. Nee, ich werde die Garage wahrscheinlich trotzdem anders streichen, weil ich finde es ein bisschen krass lila für so eine Garage. Gut, was haben wir hier noch für Räume? Uiuiui, ein Badezimmer. Haben wir solche Fliesen überhaupt? Uiu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 i. Aber hier ein Waschbecken, was wir sonst nicht haben. Auch das Klo scheint mir irgendwie ein bisschen anders als sonst. Ist hier keine Dusche drin? Nö, aber eine Waschmaschine.
Okay, das ist dann wohl nur so das Erdgeschossbad. Man könnte aber bestimmt hier in die Ecke eine Dusche stellen. Das müsste platzmäßig reichen. Das hier finde ich auch eine coole Idee, wie hier diese L-Regale übereinander gestellt wurden. Und ich muss sagen, diese Kisten hier finde ich gar nicht so schlecht. Die haben wir sonst nicht im Spiel. Und auch diese Kosmetikflaschen, die werde ich wohl aufheben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich alles verkaufe, ratzfatz. Aber diese Sachen, die werde ich aufheben. Weil damit kann man das auch am Schluss noch ganz schön dekorieren. Und ein schöner Handtuchstapel. Und diese Schwäne muss jetzt nicht sein. Ah, hier ist wohl ein Platz für eine Badewanne. Auch nicht schlecht. Okay. Ja. Das muss ich hier nochmal auf mich wirken lassen. Oh, da gibt's sogar schon Balkonmöbel. Das ist ja cool. Also Terrassenmöbel. Die lasse ich dann gegebenenfalls auch stehen, weil ich glaube, wir können da noch gar keine Terrassenmöbel hinstellen. Okay, jetzt gehen wir mal hoch. Denn das war wohl alles, was das Erdgeschoss zu bieten hatte. Und hier gibt es noch zwei Räume. Das heißt, sehr groß ist das Haus nicht. Huch. Und sehr groß ist dieser Raum hier auch nicht. Wo ist denn dann ein Bad mit Badewanne oder Dusche? Ich habe mir das Ganze deutlich größer vorgestellt. Und vor allem, warum hat die Dame keine Dusche und keine Badewanne? Wäscht die sich nicht? Vielleicht wurde das geraubt. Sehr merkwürdig. Ja, hier natürlich auch alles in feinstem Rosa. Ah ja, jetzt ist es blitzblank. Das ist doch gut. Jetzt gucken wir mal. Hier gibt es auch diese Kisten, die ich zum Teil behalten will. Die vielen Hasen braucht man jetzt nicht unbedingt. So. Und diese Kisten, kann man die eigentlich kaufen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier so ein paar Deko-Sachen, die ich behalten möchte. Das hier muss nicht unbedingt sein. So. Tja, irgendwie finde ich das hier sehr krass. Ich frage mich, ob dieses Zimmer groß genug ist, um da irgendwas anderes draus zu machen, außer ein zweites Bad, was aber bei einer Person eigentlich überflüssig ist. Oder halt so ein Ankleidezimmer. Passt da nicht auch ein Schrank rein? Nee, Fernseher. Aber es würde in schmaler Schrank reinpassen. Man könnte natürlich die Wand einreißen. Man könnte auch dieses ganze Obergeschoss zu einem Raum machen. Dann bräuchte man immer so einen kleinen Vorraum, wo man eine Tür hinmacht. Ja, vielleicht hier so. Direkt eine Tür. Was ist das? Da kann man runtergucken. Ja. Ja, da müsste der Vorraum im Prinzip hier so gehen. Dann würde man bei der Tür dann bei der Treppe direkt zu einer Tür kommen. Das ist auch nicht gut. Oder man macht hier einen Mini-Flur und zieht hier die Wand. Das wäre auch nicht gut, weil hier das Fenster im Weg ist. Okay, da muss ich über alles noch nachdenken. Man könnte hier vielleicht auch einen Mini-Arbeitsraum reinmachen. Also, ihr hattet mir ja Vorschläge geschrieben, was ich hier machen könnte mit dem ganzen Rosa. Und
Die Vorschläge waren unterschiedlich, teilweise alles in Schwarz, teilweise mit Holz, teilweise rosa, zum Teil lassen. Und meine Idee wäre, dass ich einfach jeden Raum ein bisschen anders gestalte. Und dass ich in jedem Raum aber irgendwas Rosanes drin lasse. So als Akzent sozusagen. Und hier würde ich vielleicht diese dunklen Farben an einigen Stellen drin lassen. Vielleicht hier diese Stirnwand oder so. Und den Rest in Schwarz-Weiß machen oder sowas in der Art. Und mal gucken, was man da oben lassen könnte. Ich meine, das ist ja eigentlich ein dezentes Altrosa hier. Na, hier hat's auch eine schöne rote Wand eigentlich. Ja, da muss ich mal gucken. Vielleicht kann man auch diese Wand lassen. Das muss ich dann wohl im Detail entscheiden. Ich meine, rein theoretisch könnte man hier auch alle Wände rausreißen und einfach so ein, hier oben eine große Loft haben, die keine extra Tür hat. Das ginge. Aber wenn man dann halt ins Haus reinkommt, hat man akustisch eine direkte Verbindung zum Schlafzimmer. Die Frage ist halt, kommt hier außer dem einen Bewohner sonst jemand rein? Man könnte hier auch zu zweit wohnen. Ja. Und dann bräuchte man da schon eine Tür, damit wenn einer noch wach ist, dass man dann nicht, einer ist wach und der andere will schlafen, dann sonst würde man sich ja stören. Jetzt mache ich mal einen Screenshot von dem, wie es jetzt ist. So. Ich meine, es hat Stil, muss man ganz ehrlich sagen. Einen ganz speziellen eigenen Stil hat es. Und hier, diese Kombi ist gar nicht so schlecht kombiniert. Also hier mit diesem Ding und da die Spüle. Also so funktioniert dieses Küchenteil auch. Nur der Kühlschrank steht da eigentlich ungünstig. Denn da muss man ja hier rumrennen. Wenn man kochen will, muss man um das Ganze rumrennen, um zum Kühlschrank zu kommen. Das ist ein bisschen unsinnig. Aber der Rest ist eigentlich ganz gut gemacht. Nur würde ich das in einer anderen Farbe wählen. Ja, und hier hinten der Bereich ist irgendwie ein bisschen ungenutzt. Einfach nutzlos kahl. Jo, das muss ich echt noch auf mich wirken lassen. Ich fange jetzt vielleicht mal an, ein bisschen was zu verkaufen. So. Damit es mehr wie eine Baustelle aussieht. So. Gnadenlos. Ja, Kerzen kann man ja auch neu kaufen. Das kommt jetzt einfach erstmal alles weg. Auch dieses Bild. Das ist schön, das Bild. So. Aber ich habe ja bei diesem Gamerhaus ganz viel drin gelassen. Und das fand ich auch gut. Und das möchte ich hier aber nicht wieder machen, sondern hier möchte ich es anders machen. Da lasse ich nur ein paar Sachen da, die man nicht kaufen kann. Zum Beispiel diese Dunstabzugshaube, die lasse ich vielleicht einfach erstmal da. So, und dieser Kühlschrank. Nö, muss nicht sein. Diese Dinger kann man zumindest zum Teil auch kaufen. Aber ich lasse das mal hier. Jetzt gucke ich mal, sind das zwei so L-Regale? Ja, ich glaube schon. Die sind da richtig gut zusammengebaut.
Ja, ich sollte mehr mit diesen L-Regalen machen. So. Das kommt jetzt auch mal alles weg. Obwohl ich vielleicht genau die gleichen Dinger dann wieder kaufe. So. Und hier. Ja, da muss ich mit Bedacht vorgehen. Weil man ja einige Sachen nicht kaufen kann. Diese Spiegel kann man ja auch nicht kaufen. Die lasse ich mal. Und hier ist noch ein super cooler Handtuchstapel. Und hier so ein Spender und eine elektrische Zahnbürste. Und ein Föhn und noch ein Handtuchstapel. Das lasse ich erstmal. Und da muss ich mir auch überlegen. Also ein Teil von den Fliesen lasse ich wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich eher die dunklen. Vielleicht hier so auf der Stirnseite oder so. Das muss ich noch mal sehen, wie ich das dann mache. Überhaupt, das ist hier so. Ja, der Haupttenor, das muss ich noch mal sehen, wie ich das hier mache. Aber ich bin schon gespannt, wie es dann wird. Und hier oben muss ich ja überhaupt das ganze Zimmerkonzept noch durchdenken. So. Ja, die Kitschkommode kann man, glaube ich, auch nicht kaufen. So, aber diese Stofftiere, und die braucht man eigentlich alle nicht, außer wenn ich hier noch ein Kinderzimmer hinmachen wollte. Aber ich glaube, dafür ist das Haus eigentlich ein bisschen zu klein. So. Das Bett verkaufe ich auch mal. Und diesen Schminktisch, kann man den kaufen? Ich verkaufe erstmal das Bild. Diese Sachen, die lasse ich erstmal. Das lasse ich erstmal stehen, den Schminktisch. Und hier gehe ich mal so durch und verkaufe die ganzen Sachen, die ich nicht brauche. So, ich glaube, die Kisten, die gibt es auch, aber das lasse ich erstmal. So. Ja, und jetzt werde ich das Ganze erst nochmal überdenken und überschlafen mehrmals. Es wird auch einige Tage dauern, bis ich wieder Hausflipper drehe. Und bis dahin habe ich vielleicht eine klarere Vorstellung, was ich hier machen will. Ja, und das hier zu ändern wird halt auch gar nicht so ganz einfach. Man könnte wirklich höchstens hier, also neben dem Fenster, eine Wand ziehen. Dann gewinnt man da zwei so Kästchen und dann die Wand zwischen den Räumen einreißen. Dann hätte man ein schönes, großes Schlafzimmer. Dann wäre es nicht so beengt. Und man hätte auch noch einen ausreichend großen Flur, um hier hochzukommen und dann eine Tür zu haben. Es kann gut sein, dass ich das so machen werde. Und dies hier, ja, man könnte es als Kleinkinderzimmer, also so ein Babyzimmer mit einem Babybett, könnte man das machen. Aber will ich das? Das weiß ich gar nicht. Ja. Also das werde ich erst noch sehen. Die Treppe finde ich auch etwas merkwürdig, muss ich sagen, weil das Loch hier ist ja etwas breiter als die Treppe und das Geländer hier. Diesen Spalt finde ich ein bisschen komisch. Aber an den Treppen kann man meines Wissens gar nichts ändern.
Und dann muss man vielleicht auch die Farbe von der Treppe teilweise mit in Betracht ziehen beim Bauen. Das hier ist ein schön großer Raum, da kann man auf alle Fälle ordentlich was machen. Ja, man könnte vielleicht die Küche so lassen wie gehabt. Und wahrscheinlich ist es auch nötig mit dieser Dunstabzugshaube. Und da hinten vielleicht einen Schreibtisch hinstellen und hier ein Sitzeck wie gehabt. Ja, und ins Bad noch eine Dusche oder eine Badewanne. Ist schon merkwürdig. Jemand mit so viel Kosmetik und Tünnef hat überhaupt keine Dusche oder Badewanne. Unfassbar. Ich guck mal, ob man das hier verschieben kann. Ja, das ist gut. Lass ich erstmal so hängen, aber dann kann man den Herd auch woanders hinpacken. Gut. Ja, für einen ersten Überblick über dieses Haus reicht das jetzt schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.